Aufstieg ist beschwerlich, aber man wird hier wunderbar entlohnt mit einem wunderschönen Ausblick auf die Stadt und das Saaletal. Eulenspiegel ist um 1300 geboren in Kneidlingen und um 1335, da soll er hier in Bernburg beim Grafen von Anhalt als Turmbläser sich verdient haben. Ob er nun ein Narr war oder ein fahrender Scholar oder ein Wandersbursche, das weiß man leider nicht. Wussten Sie schon, dass vor dem Rathaus in Bernburg ein wunderschönes Eulenspiegeldenkmal steht? Und wussten Sie, dass das größte Eulenspiegeldenkmal auf der ganzen großen weiten Welt hier in Bernburg steht? Das ist nämlich der Eulenspiegelturm. Eine Frau hatte. Nun, darüber wird leider wenig, besser gesagt, gar nichts berichtet. Aber er hat bestimmt einige Liebschaften gehabt haben.